Hoi, grüezi miteinander, Markus hier. Heute begrüße ich euch in Schwitzerdeutsch, denn ich bin auf der Schweizer Seite des Bodensees unterwegs und mache eine zweitägige Bikepacking-Tour. Was ich dort alles erlebe und warum ich die Tour mache, das sage ich euch in diesem Video. Jetzt geht es weiter am Bodensee entlang. Im Moment habe ich jetzt noch keinen direkten Blick, weil ich noch mal ein bisschen die Höhe haben wollte. Aber ich bin heute Morgen gestartet in Konstanz und bin dann hier ab Kreuzlingen in die Berge hochgefahren, um einen Blick auf See und aber auch auf die Alpen zu bekommen. Mal schauen, ob das klappt. Auf den See habe ich ja schon mal Blick, so wie ihr seht. Warum ich überhaupt diese Tour mache? Ja, zum einen, weil es natürlich wahnsinnig Spaß macht. Fahrradfahren, unterwegs sein, Natur erleben. Ja, eigentlich braucht es nicht mehr viel. Aber ich habe vor, in absehbarer Zeit mal den Bodensee-Fahrradrundweg zu machen. Und dann dachte ich mir, ich habe 2-3 Tage Zeit. Dann mache ich das doch einfach mal und gucke mir die Strecken so ein bisschen an. Wie gesagt, einmal möchte ich noch ein bisschen die Alpen sehen, da gehe ich dann etwas vom Weg ab, aber sonst versuche ich mal einige Teilstücke und auch Fährfahrten am Bodensee auszuprobieren und bin mal gespannt, wie das wird, wie es funktioniert und das sehen wir jetzt einfach. So, jetzt fahre ich schon ein Weilchen hier oben auf diesem Hochplateau rum, aber ehrlich gesagt, ich habe noch keine Alpen gesehen. Ich bin mal gespannt, wenn ich an den Punkt komme, ob man da wirklich noch was sieht. Aber schön ist allemal hier oben. Von dem her, Temperatur geht auch. Durch den Regen hat es ja etwas abgekühlt. Nicht mehr über 30 Grad heute angesagt. Von dem her freue ich mich. Und es geht immer noch ein wenig höher. Es geht immer noch ein wenig höher. Aber bei so einer schönen Landschaft macht mir das aber so gar nichts aus.
richtig genial. Wow, das ging jetzt doch noch mal ordentlich den Berg hoch. Ich musste jetzt auch hier oben auf eine Bundesstraße den Radweg verlassen. Aber ich hoffe, dass ich jetzt mit einem schönen alten Blick belohnt werde. Mal sehen, bin mal gespannt. Ja, da habe ich es jetzt doch noch, meinen alten Panorama. Ich habe es ja fast nicht mehr gedacht. Aber jetzt bin ich, glaube ich, wirklich am höchsten Punkt. Ich zeige es euch mal. Ja, ich denke, wenn es jetzt heute Nacht nicht geregnet hätte, wäre das wahrscheinlich noch klarer und man könnte noch besser runterschauen. Also da runter geht es Richtung Sentis und dann zieht sich das Panorama so runter. Ich weiß gar nicht, was da unten alles ist. So Richtung Walensee, ich weiß gar nicht genau, Glarus und so weiter. Ich denke, das könnte man unter Umständen sehen, wenn ich ganz falsch liege. Ich blende es euch unten mal ein, wo man genau hinschauen kann, aber ist eine schöne Ecke. Und ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich den höchsten Punkt der Tour erreicht und jetzt geht es wieder runter Richtung Bodensee. Ja, schöne Landschaft hier. Kleine Wege. Ja, und da sieht man schon den Bodensee. Jetzt kommen wir wieder runter und dann geht's auf den Radweg am Bodensee entlang. So, jetzt habe ich den Bodenseeradweg erreicht. Man sieht's, der führt natürlich nicht immer direkt am See entlang. Und ich bin jetzt gerade im Bereich zwischen Kreuzlingen und Romanshorn. Das ist jetzt so die nächste Ecke, wo ich hin will. Mal schauen, wo ich denn übernachten werde, ob ich mir hier auf der Schweizer Seite ein kleines Plätzchen suche. Oder ich fahre mit der Fähre und dann drüben in Deutschland. Mal sehen. Ja, immer noch sehr, sehr wenig Ecken, wo man direkt bis an den See hin kann. Bin jetzt mal gespannt. Ich komme jetzt gleich nach Romanshorn da vorne. Und ich denke, da werde ich jetzt erstmal Mittagessen. Ein spätes Mittagessen. Und dann aber auch mal entscheiden, was ich machen werde. Seht, es geht wieder an der Bahnlinie entlang. Mein Plan heute Mittag ist nicht so ganz aufgegangen. Erstmal habe ich nach einem Bäcker gesucht, Ewigkeiten. Bis ich den gefunden habe, war ich in Romanshorn. Und da war ein Fahrradfestival.
per excellence. Das heißt, dort waren Tausende von Fahrradfahrern unterwegs. Ich habe kein Plätzchen gefunden und bin dann gleich weiter gefahren Richtung Arborn. Und da habe ich dann was gefunden. Ja, der Platz, wo ich dort war, der war echt sehr schön. Es war so ein Strandbad. Da habe ich nicht gefilmt, aber ein paar Bilder kann ich euch zeigen. Ja, das war jetzt eine richtige Odyssee, ich sag's euch. Ich bin wieder zurück in Romanshorn. Ich war gerade eben da vorne nochmal 10 Kilometer, 15 Kilometer weiter in einem Ort und habe da dann endlich mal meine Mittagspause machen können. Um 3 oder sowas war es, kein Bäcker zu finden, Massen an Fahrradfahrer. Ich habe es inzwischen rausgefunden, was es war. Es gab so eine Aktionswoche Fahrradfahren und wer die meisten Kilometer der Gemeinden einfängt, hat sozusagen gewonnen. Und heute war sozusagen der Abschluss hier in Romanshorn. Und darum sind alle hierher gefahren. Also diese komplette Horn, was da drüben ist, war komplett überfüllt. Das hier habe ich gar nicht gefunden. Und dann bin ich einfach nochmal weitergefahren. War aber auch okay. Der Radweg ist ja schön, es hat Spaß gemacht. Und jetzt bin ich aber doch wieder zurückgefahren, weil ich möchte jetzt so in einer Dreiviertelstunde darüber fahren mit der Fähre. Und ja, ich denke, dann werde ich mir drüben ein Plätzchen suchen. Ursprünglich war geplant, hier oben in einem schönen Wäldchen in der Hütte zu übernachten. Aber dadurch, dass ich den Weg einfach noch einmal neu gewählt habe, erscheint mir das als die bessere Lösung. Schauen wir mal.
Also irgendwie ist es wirklich schwer, hier einen Platz zu finden, der ein bisschen schön ist zum Abendessen. Mein Essen habe ich schon gekauft vorhin, aber irgendwie sind immer Häuser zwischen dem See und mir. Aber ich glaube, ich finde noch eine Stelle. Ich habe noch irgendwas auf der Karte gefunden. Da fahre ich jetzt hin. Naja, mal sehen. Ist auch cool. Das hier gerade ist eine Fahrradstraße. Schön breit. Für sich ganz alleine. Macht ganz schön Spaß, hier zu fahren. Ja, ich bin jetzt noch ein Stück weiter gefahren. Da unten am See wäre das sicherlich nichts gewesen. Da kam eine Gruppe nach der anderen und hat echt einiges an Tamtam gemacht. Ja, zudem weiß man nie, wer da nachts vorbeikommt. Und an die Mücken habe ich natürlich auch gedacht, die müssen ja auch nicht sein. Also ich bin jetzt noch ein Stück weiter gefahren, in ein kleines Waldstückchen. Und ja, habe jetzt hier mein Lager aufgebaut. Ihr seht es ja, ich habe nur einen Biwaksack dabei. Aber ich denke, das wird für heute Nacht reichen. Bin mal gespannt. Die Straße hört man noch ein bisschen durch. Obwohl es den, ja, bestimmt 150, 200 Meter entfernt ist. Ja, jetzt gucken wir einfach mal. Mal sehen, wie es wird. So, jetzt habe ich noch ein bisschen gelesen. Und jetzt mache ich die Augen zu. Bis morgen früh. Morgen. Bin schon ein Weilchen wach. Da hinten kommt die Sonne schon langsam durch. Oh, ich will noch nicht richtig raus. Es ist kalt. Ja, gestern war es noch mal richtig warm, aber heute Nacht ist es doch ganz schön abgekühlt. Noch nicht einstellig, aber ja, zumindest war der Temperaturunterschied ziemlich groß. Aber irgendwie langsam muss ich raus. Der Magen krummelt. Der möchte jetzt ein Frühstück. Okay, also raus aus dem Bett. Schön wieder unterwegs zu sein. Stimmung ist schön, Temperatur ist schön. So, jetzt komme ich durch den nächsten Ort. Das
zeige euch nachher mal noch was, wenn es ein bisschen schöner ist wieder. Ja, ist das nicht herrlich? Wer hätte das gedacht, dass ich jetzt doch noch mal so einen schönen Platz finde, nachdem ich ja gestern Abend schon so Glück gehabt. Musste allerdings noch ein bisschen weiterfahren, also bestimmt noch 1-2 Kilometer. Und dann sah ich auf der Karte, dass es hier wohl irgendwie so eine kleine Restauration, so ein Imbiss gibt. Und dann denke ich, ja, da fahrt man doch mal runter und schaut. Und dann komme ich hier an dieses Strandbad, was früh am Morgen schon offen ist, für jeden zugänglich. Und ich sitze in den ersten wärmenden Sonnenstrahlen und kann diese Stimmung genießen. Kaffee habe ich auch schon dabei. Von dem her, besser kann es eigentlich nicht sein. Und die soll dich crazy hochtreiben. Also, wenn ich jetzt bei den Füßen wieder hier rechne, ist es wirklich rund. Ja, was für ein herrlicher Platz. Und das jetzt gleich zum Beginn des Tages. Wie gesagt, heute Nacht war es doch ziemlich kühl, etwas frisch. Also ich war ganz froh drum, dass ich den Biwaksack hatte. Der hat nochmal ganz gut getan. So konnte ich auch in kurzen Sachen schlafen. Das war eigentlich ganz gut. Aber ich habe morgens dann schon gemerkt, es ist relativ kühl. Aber jetzt beim Losfahren, die ersten paar Kilometer waren jetzt doch ein bisschen kühler. Aber jetzt bin ich richtig aufgewärmt. Ich denke, jetzt kann ich die Jacke ausziehen. Und dann geht's weiter. So, jetzt habe ich die Jacke wieder ausgezogen. Im Moment geht's an der Straße entlang. Ja, mal schauen, ob ich bald mal wieder von der Straße runterkomme. Aber es geht ganz gut. Die Muskeln sind ganz gut dabei. Ich habe nur ein Problem ein bisschen mit meinem Fußballen. Erzähle ich nachher mal was davon. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Die nächsten Orte sind Fischbach und dann Immenstadt. Und dann schauen wir mal, was für Wege sich dort finden. Ja, als ich gefrühstückt habe, habe ich mich mit dem ehemaligen Pächter unterhalten, der dieses Strandgebiet oder diesen Naturstrand direkt da in Fischbach noch vor 10, 15 Jahren hatte. Und ja, dieser Platz ist tatsächlich so ein bisschen geschichtsträchtig, da in dem Bereich früher die ersten Zeppeliner auf einer Werft sozusagen direkt im See standen. Und ja, dieses Areal zum großen Teil jetzt zurückgegeben wurde, vor vielen, vielen Jahren schon, und dass sich im Prinzip Friedrichshafen, Fischbach, da bemüht, diesen Bereich möglichst naturbelassen zu lassen. Und man hat ja vorhin gesehen, an den Bildern war richtig, richtig schön. Ja, ich bin jetzt in Innenstadt angekommen und hier geht so eine schöne Landzunge raus vor an den Hafenbereich, wo die Fähre fährt. Ja, und ich sitze jetzt hier in so einem ganz ruhigen Eckchen. Im Hintergrund die schönen Häuser mit dem Strand. Ah, ist echt eine tolle Stimmung. Gestern wollte ich mir ja eigentlich noch ein Eis holen, aber irgendwie hat es nicht sein sollen. Ich glaube, das werde ich jetzt hier auf dieser Landzunge machen. Da gibt es einen Kiosk mit richtig frischem Eis und Waffel. Da hole ich mir jetzt halt eins. Sehr lecker. Mhm.
Ja, ich wollte euch ja mal noch was zu dieser Tasche erzählen. Ihr seht, wie sie hier angebracht ist. Und es sind zwei Teile und dadurch kann ich das hintere Teil wunderbar rausnehmen. Ich mache es gerade mal auf. Damit habt ihr die ganze Tasche draußen und dieses Teil ist super fest. Selbst gestern, als ich die Berge hochgefahren bin, da wackelt überhaupt nichts. Das ist hier gummiert und richtig fest. Also wirklich eine wunderbare Sache und sehr, sehr schnell zu machen. So, in die Tasche. Hier mit Reflektoren geht mal richtig viel rein und es ist ein Drehverschluss, der richtig wasserdicht ist und dreimal gedreht. Wunderbar auf und damit das Ding richtig gut zu komprimieren ist, man dreht es dreimal zu oder auch nur zweimal, aber bei dreimal soll es richtig, richtig fest sein. Dann hat man das hier schon zu. Damit man es noch weiter komprimieren kann, ist hier ein Auslassventil und das finde ich mal richtig gut. Wenn ich das aufmache, dann geht da noch um einiges mehr rein. Also ihr seht, wenn ich das richtig komprimiere, dann wird es richtig fest. Also eine richtig gute Sache. Ich bin zufrieden bisher damit. So, das mal nur so eine kurze Funktionsbeschreibung, wenn euch interessiert, wie dieses System genau angebracht wird, warum es so fest hebt und warum ich jetzt eigentlich nach einigen Touren ganz begeistert davon bin, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann kann ich auch nochmal extra zu der Tasche ein kleines Video machen. So, Immenstadt, auf Wiedersehen. Das war wirklich sehr schön. Die Landzunge, leckeres Eis. Toller Strand und Tiere. So, jetzt geht's weiter Richtung Hagenau und dann Meersburg. Das sind so die nächsten Ziele. Man sieht jetzt um die Uhrzeit ist auch schon einiges mehr wieder los auf dem Fahrradweg. Ziemlich viele Leute, die vorbeikommen. Ja, ich wollte noch ein paar Sätze zu dem Radweg sagen um den Bodensee. Also insgesamt, wer es nicht weiß, wahrscheinlich wissen es die meisten, ist 260 Kilometer lang und man sagt, es wäre geschickt, ihn im Uhrzeigersinn zu fahren. Oh, sogar Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es. Ich denke, für die, die an einem Tag den Rundweg fahren wollen, die hauen schon ordentlich in die Pedale. Jetzt sind wir in Hagenau. Jetzt müssen wir mal schauen, irgendwo hier soll der Fahrradweg am Bodensee weitergehen. Wunderbar. Der Weg geht weiter am See entlang. So, da oben Blick auf die Meersburg.
beziehungsweise auf das Schloss da oben, das neue. Die Meersburg ist ja ein Stadtkern. Also das Gebäude, was ihr da gesehen habt, ist das Staatsweingut von Meersburg. Und das Schloss müsste jetzt da hinten auf der rechten Seite zu sehen sein. Und da oben die Meersburg. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ich war dieses Jahr auch schon drin. Ist in jedem Fall eine Reise wert. Sehr, sehr natürlich gehalten. Ja, irgendwie wirkt es authentisch. So, und jetzt kommen wir zur Fähre. Jetzt fahre ich rüber nach Konstanz. Wie gesagt, ich mache heute ja nicht die große Runde, sondern wollte nur mal so Teilstücke mir anschauen. Da kommt gerade ein Schiff. Ja, so wie es aussieht, kann ich noch drauf. Sehr, sehr gut. Haha, gerade gepasst. Ja, so, ich bin jetzt in Konstanz, war jetzt hier gerade noch durch diese Grünanlage und bin dann am Ziel. Aber ich muss sagen, also dieser kleine Test hier mit Übernachtung am Bodensee hat echt Lust auf mehr gemacht. Und ich denke, die große Tour kann irgendwann mal kommen. Ich bin jetzt noch einen Tag hier, bin jetzt relativ früh zu Hause, kann mich entspannen und relaxen. Vielleicht fahre ich morgen noch mal ein Stück Richtung Stein am Rhein. Dann gibt es vielleicht noch mal ein Video. Mal sehen, was die Beine sagen. Aber jetzt wünsche ich euch echt mal alles Gute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal und seid einfach bei der nächsten Tour wieder dabei. Tschüss!